Ja, hey Leute, herzlich willkommen bei CSGO. Wir gehen mal in die Antiterror-Einheit und mein Auftrag ist es derzeit 30 Abschüsse zu machen. 15 davon habe ich schon erledigt. Es ist ein ganz normaler Zerstörungsmodus. Das bedeutet, das sind normale Runden. 5 Leute gegen 5 Gegner. Die Terroristen probieren in diesem schönen Haus dort eine Bombe zu legen und wir müssen das vereiteln. Wenn wir jemanden töten in der Runde, kriegen wir eine bessere oder eine andere Waffe, besser gesagt. Warum macht er eigentlich die Tür auf? So, wo sind sie denn, die Guten? Da, nee, da ist keiner. Okay, die Waffe ist relativ bescheiden. Da muss man ein bisschen weniger schießen, weil die zerstreut ganz schön. Oder die streut ganz schön. So ungefähr. Wir spielen übrigens auch gegen ein paar Bots. Also das waren jetzt gerade 2 Bots. Oh, Mensch, mach mich nicht irre. Ich weiß doch, dass du hier oben bist. Wolfi. Wo versteckt sich denn der Wolf? Kannst du mal rauskommen, bitte? La 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 la, da hinten. Also man kann mit der Waffe auch ein bisschen in die Knie gehen, dann ist man präziser und dann halt weniger Schuss machen. Wisst ihr, wenn man jetzt hier so, dann zieht die schon nach oben, dann streut die schon ganz schön. Genau, jetzt habe ich die P90, die ist eigentlich, die ist gut für Nahkampf, sage ich jetzt mal. Weil die eine relativ hohe Schussrate hat. Auf der Entfernung ist die nicht so ganz krass präzise, das ist nicht so mega. Gut, und gegen 2 Leute im Nahkampf ist ja natürlich auch nicht das Wunder. Gibt's denn bei uns Bots? Ja, bei uns gibt's auch Bots. Das heißt, ich kann den Bot jetzt mal steuern. Und sagen... Und sagen, hier unten war doch mal jemand. Genau, so. Jetzt haben wir mittlerweile schon... Wo ist der letzte? Da ist überhaupt noch übrig. Wieder der Wolfi. Ich glaube, der hat keine Lust und bleibt ja immer hinter dem Baum. Nö, diesmal nicht. Kann übrigens auch auf die Toilette hier gehen. Das ist ein sehr schöner Ort. Die kann auch von außen derbst zerschossen werden. Muss auch die Minimap etwas im Auge behalten, weil dann kann man sagen... dass der da ist. Also wenn jetzt jemand anderes den nicht unbedingt sieht, aber in die Nähe von denen kommt, dann sieht er das. Genau, jetzt haben wir wieder die P90. Dadurch, dass ich getötet wurde und niemanden umgebracht habe, hatte ich die in der letzten Runde wieder mal verloren. Ja, die hat auch resolute 50 Schuss. Da geht die Munition auch nicht so schnell aus. Manchmal verliert man ja einfach. Man hat vielleicht 2, 3 Leute gekillt und dann einfach hat man keine Munition mehr. Das passiert bei der Waffe nicht so schnell. Jetzt haben wir nämlich erst alles verfeuert. Genau, die Runde haben wir jetzt mal keinen Kill gemacht. Weil der absolute Major ja in unserem Team ist hier. Ja.
Lass mich raten, AK-47. Ja. AK-47, ne? Das ist so die neue, ernannte Sniper-Waffe. Wenn man richtig viel schießt, dann verzieht die auch ordentlich. Aber wenn man so präzise einzelne Schüsse macht, dann verzieht die fast gar nicht. Also, man kann auch einen schönen Headshot mit der geben aus größerer Entfernung, nur dass man keine Zoom-Funktion mit der hat. Och. Ah, Schutzschild für ihn gewesen, eindeutig. Oh Mann. Gut, Schutzschild in dem Sinne nicht, weil die Kugeln durchaus mal durchgehen. Kommt halt auch auf die Waffe an, welche angewendet wurde oder wird. Mit dem Messer rennt man etwas schneller und wenn man Dings da dabei hat, dann ist man etwas langsamer. Dankeschön. Mensch, Junge. Okay, ich habe nur noch eine Kugel, ich habe nur noch eine Kugel. Sniper oder AK-47? AK-47, das ist das Sniper, da, pass auf hier. Die Russenwaffe, ne? Meine Güte. Desert Eagle, die habe ich in einer anderen Ausführung, wie man sehen kann. Also schon so eine, überhaupt nicht selten ist die eigentlich. Das ist so eine Erstausführungswaffe. Oh je. Ja, ich brauche das nicht, das mal sehen, die Rückverfolgungskamera. Man kann auch hier oben auf den Baum und aufs Dach kann man auch. Da muss man nämlich hier hinten raussteigen. Das ist ganz, ganz cooler Effekt. Ich glaube, das werde ich in der nächsten Runde mal machen. Gut, auf dem Dach ist man natürlich von fast allen Seiten ziemlich, okay, mit der Pistole bringt das sowieso nie so krass viel. Ich weiß gar nicht, was es als nächste Waffe gibt. Nova, ne, da bringt es noch weniger, da hochzugehen. Ich sag mal so, die Desert Eagle, die kann auch so einzelne Schüsse, die können schon ganz präzise sein. Oh. Fuck. Nein! Oh mein Gott. Das ist also was Geiles, ne? Wird sich nie einig hier. Die Scheiße. Hat er schon die Bombe platziert. Ich krieg die Krise. Scheiße. Ah, der Wolfi, ne? Erst spielt er nie mit und dann... Könnt ihr den jetzt mal entschärfen, bitte? Na gut, das sind noch, hier, das sind noch zwei. Sehr gut, ja. Komm, jetzt bitte entschärfen. Gut. Genau, man hat auch die Möglichkeit, die anderen zu hören, also die können auch was sagen. Wenn man jetzt irgendeine Taste K drückt, kann man auch mit denen reden. Dann hören die halt, was man sagt. Muss man vielleicht meistens halt durch Englisch reden. Ob das dann manchmal so die 12-jährigen, keine Ahnung, Araber, Türken oder was ja manchmal so dabei ist, verstehen, ist manchmal fraglich. Nova ist so eine bescheuerte Waffe, die ist eigentlich nur im Nahkampf zugebracht. Ja, danke. Ach nö, komm. Haben wir noch Bots dabei? Nö. Alles aufgefüllt mittlerweile. Also Nova ist wirklich so eine Dreckswaffe da. Erstens mal muss man nah an dem anderen Typ sein. Es ist halt typische Schrotflinte. Es geht nicht über, ich sag mal, 15 Meter oder so geht da nichts mehr.
Der probiert es jetzt trotzdem mit der Nova. Ja doch, ja gut, das sind schon 10 bis 15 Meter, wie ich gesagt hatte. Eins gegen eins. Immer so was Schönes, die Leute, die immer einen Chat schreiben. Es gibt einen Chat für Lebende und einen Chat für Tote und ja, die noch leben, Verbleibenden können das nicht lesen. Ah, Desert Eagle kann auch ordentlich raushauen im Nahkampf, wenn man da mehrere Schüsse macht. Das ist äußerst tödlich. Ja, es war klar, dass der Terrorist irgendwann mal dort reingehen musste. Könnt ihr euch auch erstmal gucken, wo laufen denn Leute lang und dann gehen wir so von hinten ein bisschen ran. Oh, es ging aber schnell. Okay, jetzt sind wir mittlerweile auf dem letzten Platz. Ist auch scheiße, die Nova, ehrlich gesagt. Das geht mir so auf den Sack, die Waffe. Jetzt kommt ein Teamwechsel, damit beide Teams mal dran waren. Das heißt, wir sind jetzt bei den Terroristen und starten erstmal mit der AK-47. Die ist halt auch sehr laut, also mit der unauffällig Kills zu machen, ist fast unmöglich. Hätte ich mich auch geduckt. Der hat sich nämlich geduckt. Ich hab auf den Kopf gezielt, habt ihr ja gesehen, aber dann hat er sich leider geduckt. Hab ich überhaupt ein bisschen Schaden gemacht? Ich weiß nicht, welcher das ist hier. Und da liegt die Bombe von uns. Ach, ich hatte die übrigens. Ist auch nicht schlecht. Hab ich gar nicht gesehen. Naja, passt schon. zu 8 und 4-mal mitgeholfen, dass jemand gestorben ist. Also mit auf ihn geschossen. Ja, der liegt im Wasser, als würde er nie untergehen. So eine Abrissbude hier, wo die Terroristen starten. Natürlich wieder nur Beihilfe. Na, die streut dann nämlich ordentlich, seht ihr ja auch an dem Fenster, aber wenn jemand 2 Meter vor dir ist, ist es egal wie die streut, den trifft man auf jeden Fall. Ach ja. Trotzdem ist es echt nicht so meine Lieblingswaffe, ich kann die nicht so ab. Na Mensch, also dieser kleine Dreckstein. Versteckt sich natürlich auch schön hinterm Dings. Ich bin mal weg hier mit 12 Leben. Wahnsinn, Mann, Kill gemacht. Mit der sonst so präzisen Waffe. Also ich weiß nicht, manche können übelst mit der AK-47 umgehen. Also ich habe mich da schon probiert, keine Ahnung. Ich bin dann lieber bei anderen Maps hier der P90-Typ oder Desert Eagle geht auch klar. Am liebsten nehme ich aber hier diese Waffe mit 20 Schuss hier von den. Verdammt nochmal! Ohne Witz!
das ist halt, die Map ist auch nicht sonderlich groß, also hier trifft man sich auf jeden Fall ziemlich schnell, das muss man schon dazu sagen. Gut, da hier oben rennt lang mit der M4A4, glaube ich. Ah, die Terror-Einheit hat gewonnen. Okay, also so richtig versinken wollen die Teil. Gut, der schwimmt oben drauf. Na gut, Leichen schwimmen ja meistens manchmal oben. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, PPB-Zone ist so eine ganz billige Waffe. Die hat aber auch 64 Schuss. Die kann auch präzise sein. Die macht aber auch nicht so krass den Damage. Das, da muss man auch drauf achten, auf jeden Fall. Die verstecken sich aber auch an dem Piss dort, also ohne Witz, ne? So, jetzt habe ich Dual Barretas bekommen in der neuen Ausführung. Und meine Mission, war die erfüllt oder war die nicht erfüllt? Ich weiß es gar nicht. Ist meine Mission schon erfüllt? Keine Ahnung. Also war da gerade was Gelbes dabei? Ich weiß es nicht. Gleich explodiert die Bombe. Ja, Bank ist auch eine ganz nette Map, also auch sehr, also die zeichnen sich eigentlich fast alle dadurch aus, dass sie klein sind. Hier geht's halt wirklich darum, dass die Terroristen eine Bank direkt vor sich haben, die wollen sie plündern und die Antiterroreinheit muss im Prinzip vereiteln, dass die Leute flüchten, so ungefähr. Deswegen steige ich gleich mal bei der Antiterroreinheit ein. Ah, sind sowieso noch ein paar Bots dabei. Das ist halt die besagte Bank hier vorne. Genau, und das ist immer so ein vorhergehender Modus, so 30 Sekunden geht er meistens. Kann natürlich auch länger sein, je nachdem wann Spieler gefunden werden, aber ihr seht ja schon, es ist relativ voll, also fehlen nur noch ein paar. Nummer 1 haben wir schon mal getötet. Dann gehe ich ja meistens durch diesen, ich weiß nicht was das sein soll, irgendein Supermarkt. Okay, ich habe 2 Kills gemacht. Ich frage mich bloß wen, weil dahinter stand doch gar keiner. Einfach dort in die Menschenmasse geschossen. Genau, dann gibt es noch einen anderen Weg. Da führt eigentlich im Prinzip da... Natürlich auch erstmal. Ist schon jemand im Tresorraum. Ach, auf dem Dach war... Wurde dadurch auch stark in meinem Rennen eingeschränkt. Unser Bot Eric lebt noch. Hat ihn jemand übernommen? Kann ich bitte mal zu dem Bot? Hä? Ach so, der Bot ist auch schon tot. Wolfie hat ihn schon übernommen. Ah, auf dem Dach ist echt gefährlich. Gut, und jetzt kann er nochmal runterspringen, wenn er will. Ist er immer noch auf dem Dach? Ne, wo ist er denn? Okay. Im Tresorraum. Ja, er hat halt die Bombe nicht, deswegen muss er jetzt doch den Typ finden. Der eine hat noch 100% Leben, wie es mir scheint. Ach, der hatte sogar die Bombe, na gut. Aber da hätte er sich natürlich durch die Bombe, hätte er sich verraten und da vielleicht wusste, dass die dort oder der Typ dort draußen ist, war das vielleicht die bessere Entscheidung. Genau, und dann gibt's noch die Möglichkeit, hier hinten so durchzulaufen. Da steht dann meistens hier links einer. Oder da.
Genau. Ich bin ja durch mit 6 Leben, also da kann man nicht mehr viel machen. Und da hält sich auch ganz schön auf Abstand. Oh. Prima. Ja, der andere kann ja bloß. Okay, da ist ein Sperr. Ach doch, na gut, ja, in der Nähe davon. Muss halt auch echt auf Geräusche achten. Da, ach, das waren noch zwei, ja, Terroristen. Na gut, da hätte er sowieso keine Chance gehabt. Ja, UMP45 kann ich gar nicht so krass viel dazu sagen. Habe ich seltenst benutzt. Ach, verdammtes Nachladen. Hässliche Axt, Alter. Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Warte nochmal. Gut, die anderen sind natürlich auch wiederum. Gut, das Stabsweltfäbel ist gerade ein Rang 13, ist ganz okay. Rang 36. Rang 28. Rang 23. Was haben wir so? Wolfie Rang 5. Rang 5. Rang 3. Ja, ich meine, das ist irgendwo logisch. Ich meine, das sind halt alles nicht so krass gute Leute. Blendegranate. Oh, diese Waffe! Hat die eigentlich keine Munition? Oh! Ja, diese Waffe hat sehr wenig Munition, muss man dazu sagen. Ich glaube gerade mal 20 Schuss oder 25 Schuss. Das ist von der MG schon happig. Ja, das ist jetzt gerade so eine Hymne, also kann man sich kaufen für Geld und wird dann halt abgespielt, wenn man da letztes der irgendwie eine entscheidende Aktion in diesem Match abliefert. Oh, was war denn AK-47? Nee, Desert Eagle. Wie gesagt, mit der kann man auch ganz gut snipern. Das sieht man aber auch gleich, der West. Der hat schon mal hingekniet, ne? Das ist Präzision schlechthin. Von einem guten OP-Spieler. Verbleibende Abschüsse 7 Stück für die Mission, na klasse. Aber auch nur ein Lake-Match, oh Mann. Och Mensch, das soll ja nicht jetzt mal am Spawn bleiben. So ein Scheiß, Alter. Ha! Och, Alter, es geht gar nicht. Solche Runden hasse ich wie die Pest, Alter. Ist nicht mehr feierlich. Rennen mittlerweile alle mit der UMP-45 rum, ey. So eine blöde Waffe. Ah, geh erstmal auf die Toilette.
Mutiger Schritt. Aber gegen zwei Leute ist das relativ... Ja, es gibt welche, die kriegen das auf jeden Fall auch hin, aber die standen jetzt relativ weit auseinander, die zwei Antiterror-Einheiten. Von daher war das eigentlich besiegelt. Oh, ich lauf gegen die Laterne. Von daher war das eigentlich besiegelt, wer da gewinnt. Ach, leck mich doch fett, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist schon eine größere Weide. Ich hasse die, also wie gesagt, jetzt mittlerweile kann ich durchaus sagen, dass diese Waffe kacke ist. Habe aber noch nie so oft mit der gespielt. Die ist auch relativ billig zu erwerben. Von daher finde ich die nicht so geil. Ach Mann, das ist so richtig nervig, ohne Witz. Ha, der dominiert mich schon die ganze Zeit, ist ja auch nicht schwierig als 50 Ränge höherer Typ, ey. Ich will vor allem mal von der scheiß UMP 45 weg hier. Ach, Blendegranate. Schön. Ja gut, da wollten halt mal so im Busch schnuppern, keine Ahnung. Es ist auch, also die Terroristen, muss ich ehrlich sagen, die haben ja einen ziemlichen Vorteil. Und dann haben wir noch scheinbar, ah ja, da haben wir noch Franzosen mit dabei. Ja, was soll ich dazu sagen, also. Jetzt geht's halt erstmal zum Teamwechsel. Jetzt können wir wenigstens mal mit der AK-47 punkten, bleibt natürlich trotzdem gegen die gleichen Gegner. Let's go, let's go. Gut, Beihilfe. Einer hat keine Lust hier drüben. Wolfi hat auch einen 18er Ping, Alter. Geht schon klar. Sonst ist keiner mehr auf dem Dach von uns. Ja, aber die Runde gewinnen wir. Wie gesagt, die Terroristen, die haben schon einen Vorteil. Aber gut, ne, der steht im Tresor drin. Wenn der es hinbekommt, gleich abzufeuern, dann sind wir auch relativ geliefert. Oh, mein Gott, Wolfi, ganz toll. Wirklich. Jetzt verlieren wir die Runde noch, weil... Oh, ich krieg die Krise! Warum ist denn der auf einmal AFK? Oh, nee. Schön. Ach, ohne Witz. Das ist doch nicht möglich, hä? Zwei Leute getötet. Ah, das ist halt die P90. Die ist schon nicht
schlecht, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Den zu treffen ist auch extrem schwierig, weil wenn man hier unten ist, das ist schon eine Hausnummer, da den Kopf zu treffen. Naja, ist halt echt nicht unser Team hier. Och nö, ey. Die scheinen aber den Weg hier drüben überhaupt nicht so krass zu mögen. Die haben bloß abgesichert. Ah, oh, Wulfi, es ist doch echt nicht möglich. Ich meine, gut, der hält schon in der Rückendeckung, da wartet halt... Ich sag mal so, das kann man natürlich auch machen, einfach hinter den Jeep dort stellen und ein bisschen warten, weil, wenn man das Ganze ein bisschen beobachtet und nicht gleich in das Teil reinrennt. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass da drüben auf jeden Fall jemand dann rauskommen wird. So, jetzt geht's aber langsam mal los hier. Na toll. Oh, diese Klokrotte, ey, ohne Witz. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Da haben wir uns gleich mal wieder über Wulfi katapultiert. Kann man auf jeden Fall mal machen. Oh, Leute, ihr seid solche Klo-Scheiß-Leute! Oh! Oh, was ist bescheuert das? Ich werde gleich 5 Toiletten hier Dixie-Klos hinstellen. Da können wir uns alle reinstellen. Das wäre nicht schlecht. Naja, jetzt hat Antiterror-Einheit gewonnen, aber... passt schon. Ich brauche sowieso Lake für die Mission, von daher müsste ich mal wieder dorthin gehen. Das Safe House muss ich nie hin. Ach, zurück zum Hauptmenü. Yep. Weiter geht's. Ja, die Dual Barretas noch akzeptieren und ausrüsten. Na, da muss ich sagen, die nehme ich auch äußerst selten, also... LOL. Nice Bot. Bot Tyler. Nice. War ja richtig bescheuert, ne? Schießt da erst jemand da hinten ab, der andere Bot hat's gar nicht mitbekommen, dass er die ganze Zeit dort an dem Stein gefeuert wird. Grab your gear, let's go.
waren denn die anderen beiden Bots? P90. Na, das ist natürlich drei Leute da unten. Ich meine, die hätte ich jetzt ganz gut alle nacheinander bearbeiten können. In dem Baum hier kann man, wie gesagt, auch springen. Das ist ziemlich nett. Ich glaube bloß, oder man muss über das Netz laufen. Das könnte natürlich auch sein. Die Runde ist ja toll. Mein Gott, ich brauche vielleicht mal eine Runde, wo ich dann mal diesen Modus abschließen könnte. Gut, der eine hat einen 900er Ping. Das ist manchmal aber auch etwas verbuggt, die ganzen Server. Also ich hatte auch schon 600 Ping. Ging natürlich dann nicht zu spielen. Meine Güte. Und die Kisten hier, die bekommt man einfach manchmal so. Und die kann man halt auch verkaufen für, sagen wir mal so, zwischen 70 Cent und 2 Euro. Man kann auch Schlüssel für die Kisten kaufen. Dann kostet so ein Schlüssel halt, ja, ich glaube, da kostet 2 Euro oder so. Und wenn da drin natürlich dann so ein besonderes Messer ist, dann hat man natürlich einen Bonus, weil die Teile kann man dann verkaufen zwischen 70 und 150 Euro. Und da kriegt man dann, kann man, also natürlich nur als Steam-Geld, aber das kann man dann ganz gut einsetzen, um dann wiederum sich andere Spiele zu kaufen. So, das war natürlich wieder nur die Aufwärmphase. Das habe ich missachtet. Vor allem, ich brauche doch nur noch 6 Abschüsse. Jetzt mal ohne Witz, ne? Ach, dieses scheiß Nachladen. Schon ein bisschen lästig. Denkst ja nur an, dass dort 5 Leute durchmachen, ja. Bei den Bots weiß man, okay, die laufen öfters mal hintereinander. du Arschratte. One left. That makes 7. Alter. Ja, wieder AK-47 Sniper-Typ. Na, so kann man natürlich noch gewinnen. Wenn man sich ordentlich gut verschanzt. Jetzt haben wir, kriegen wir erstmal wieder die UMP 45. Bei der würde ich gerne mal die Beschreibung lesen.
Oh, ja, nee. Ohne Witz. Na, mittlerweile sind ja wahrscheinlich schon die Oberprofis drin. Wenn ich Platz 1 bin, sind die anderen noch schlechter in meinem Team. Kann natürlich auch gerne mal so ein bisschen hier hinten lang gehen. Da kann man nämlich zwischen den Steinen dann doch schon mal sich jemand erhaschen. Da gibt es dann auch immer mal welche, die dann den gleichen Weg gehen. Och, Lehrmann, das ist doch nicht möglich. Move it, move it. Scheiße. Oh nein, 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 nein. Och nee, ein kleiner jemand, der am Spawn steht. Na, bei der dauert es ganz schön lange, bis da mal was vorbei ist. Ja, wenn beide direkt auf die Tür zu rennen, kriegen sie die erste Tür. Und das ist natürlich jetzt mir von der vorhergehenden Runde zum Verhängnis geworden. Es kann doch nicht wahr sein, ohne Witz. Ey, ich hab den doch mindestens einmal auf den Kopf geschossen, oder? Oh nein. Oh, nee, wie kann man denn jetzt auf einmal so verkacken? Nein, nein, er möchte ihm nicht die Kehle aufschneiden, sondern er möchte hier... Krass! Krass! Ja, wegmachen. Oh nein, der hat Nova. Schrotflinte im Nahkampf, das ist so brutal. Oh nee. Wow, nee, haben wir wieder verloren. Ich dachte schon. Jetzt hab ich Nova, ganz toll. Ah. Mein Gott, ich dachte, ich kann ihn schön mit Desert Eagle aus dem Küchenfenster abfeuern. Ja, mit der Schrotflinte hat man natürlich eine geringere Laufgeschwindigkeit, seitdem man hat's auf dem Rücken. Es ist nicht, ey, es ist ohne Witz, es ist doch nicht möglich, oder? Oh ne, wir haben aber auch ein paar Leute drin. Schrotflinte ist auch so eine Sache, weißt du, die, ich meine, die streut ein bisschen breiter, aber... Oh ne. Es ist jetzt nicht Nova, es ist nicht direkt die Schrotflinte schlechthin. Weil die Antiterror-Einheit noch eine Waffe hat, die heißt direkt Schrotflinte, von daher. Aber die kann schon ordentlich streuen.
Das bringt gar nichts auf der Entfernung, da muss ich direkt zu dem Spast hin. Oh, zum Glück, Alter. Nein! Da war. Ja, natürlich musste da noch einer gewesen sein. Oh, nee. Aber wenigstens bin ich die scheiß Nova los, ey. Was haben wir als nächstes? 5-7, das ist meine Lieblingswaffe im Nahkampf. Vor allem, das ist halt Antiterror-Einheit, die hat halt 20 Schuss und hat auch eine hohe Schussrate und eine gute Präzision. Der kann man auf jeden Fall einiges anfangen. Oh, nee, oder? Ja gut, der hat natürlich schon die einfache Sniper, von daher. Ah, den kann man auch nicht sehen, ohne Witz, ne? Er ist gut positioniert, dann wird den anderen noch ordentlich abschießen. Vor allem hat er voll Leben. Ist fast unmöglich, den zu besiegen. Ah, muss ihn aber jetzt noch töten, weil ansonsten hat er verkackt. Er muss jetzt hin. Oh Mensch. Konnte da den Niffern dort abschießen? Nö, ich glaube nicht. Interessant. Teamwechsel kommt jetzt erstmal. Jetzt geht's wieder los mit AK-47. Und eine Bombe in der Hand. Zumindest habe ich jetzt meine Quest fertig mit den 30 Abschüssen. Oh, da stehen sie beide um die Ecke, ne? Aber ich wusste das, deswegen habe ich auf... Schön. Das ist sowas richtig Typisches, ne? Ich meine, die waren beide geduckt. Hätte ich eigentlich genug Headshots geben können, aber... Wir haben es halt doch überlebt. Was hat der für einen Rang? Rang 21, Leutnant. Oh, Mensch. Was macht der von uns eigentlich? Ah, da versucht jetzt reinzukommen. Boah, ein Starter einfach auf volle Offensive geht. Nein, wir liegen ja überhaupt nicht zurück. Man kann doch einfach mal in das Haus reinrennen und versuchen noch was zu reißen, oder? Schleicht um das Haus rum wie sonst was. Och, na, ja, er rennt ums Haus rum, ist schon klar. Die arme Pflanze. Eine Frage ist ungeklärt, wem gehört das Haus? Safe House heißt es übrigens, aber so richtig sicher. Also ich meine, es gibt so ein paar Punkte. Gerade hier kann man sich gut verschanzen, hier dahinter so stellen und dann auf jemanden schießen, weil von hier unten
geht's nur mit dem Sniper dann den weg zu säbeln. Hier kann man eigentlich auch gut dahinter stehen, genau, da kann man dann den Weg nach dort überwachen. Und hier kann man gut stehen, um den Weg nach dort zu überwachen. Und natürlich kann man aufs Dach oben rauf, drauf. Und wenn man flüchten will, hat man ja noch ein Boot. Ah, mit 8% Leben, das geht gar nicht, da braucht man nur einen Schuss abkriegen. Wo lag denn die scheiß Bombe eigentlich? Ach, da hat die gehabt. Oh man. Oh je. Gut, ich habe die anderen zwei Fenster eingeschossen. Naja. Maurice wird das rocken mit 2% Leben. Er klettert die Leiter hoch und springt mit dem Sprungbrett wieder hinein. Zumindest gehen sie jetzt zu zweit vor. Vier Augen sehen mehr als zwei. Aber der eine ist halt echt mehr als One-Shot. Vor allem laufen sie nicht langsam, das heißt der andere hört. Oh je. Ho. Naja, die Mission habe ich ja wenigstens abgeschlossen, dann können wir dann auch zur nächsten übergehen. In der nächsten Folge natürlich. Dann müssen wir noch eine Runde überstehen oder halt verlieren. Nee, du hast mich nicht gesehen. Nee, ich muss nachladen. Oh! Oh Gott. Ah, komm, die Runde rocken wir. Ja, drei Leute gekillt. Was ist denn da los? Mensch. Dann am Ende steht es 10 zu 11 oder so. Wir haben dann wirklich noch geschafft, 6 Runden zu gewinnen oder so. Ich bin bescheuert und dann verkacken wir einfach die letzte. Ich glaube, ich habe mich erstmal eingespielt. Ah, na gut, darauf, die Bombe habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber zumindest habe ich mich jetzt zuletzt noch ganz schön gerettet. Ja, und da würde ich sagen, reicht das erstmal für diese Folge. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.